fest. Iteratives Vorgehen, Fahraufsicht mit guter Rahmung. Die Welt verändert sich exponentiell und wir als Einzelne denken linear. An Team geht kein Weg vorbei. Und für die Arbeit mit Teams haben wir schon die richtigen Werkzeuge im Koffer. Und Agilität bedeutet nur eine neue Perspektive, mit der man kompetenter an Teamentwicklung und an die Effizienz von Teamarbeit herangehen kann. Agile Methoden sind für mich ein Werkzeug von vielen in dem großen Methodenkoffer. Als Berater sehe ich meine Aufgabe darin, den Kunden dabei zu unterstützen, festzustellen, ob agile Methoden für ihn geeignet und notwendig sind. Und dann zu sehen, wie wir in die Organisation und die Kultur diese Methoden passend einbauen können. Ja, also mein agiles Manifest heißt beweglich sein, beweglich bleiben und das auch in diese Organisationen, Institutionen hineinzutragen, in denen ich als Berater tätig bin, als Begleiter tätig bin. Es gibt so ein paar Begriffe, die ich gerne nehme, kurzfristig auch schon für Zwischenergebnisse sorgen, veränderungsfähige Teams gestalten, unterstützen, vorhandene Kommunikationsgefäße nutzen und nicht noch zusätzliche Arbeit draufsetzen. Einfach die Menschen, die gerne Veränderungen wollen, unterstützen und die anderen auch wertschätzen, die lieber da an der Stelle sind, wo sie bleiben wollen, wo sie sind. Also für mich ist agil arbeiten eine andere Art von Steuerung. Und für mich ist die Frage, ob dann diese neue Art von Steuerung passend ist. Und für mich ist es passend in Situationen, die sehr komplex sind und sehr neu. Was ich auch hier gelernt habe, ist die Perspektive, dass agil eigentlich ein Containerbegriff ist. Und deshalb sehe ich es als meine erste Aufgabe als Berater, erstmal zu klären, was mein Gegenüber überhaupt unter agil versteht und erst dann zu schauen, ob agile Steuerung dann eine Lösung ist für dieses Steuerungsproblem im Unternehmen. Tja, mein agiles Manifest. Also es gibt auf Agilität sehr viele Perspektiven, das wusste ich schon vorher. Ich habe jetzt gestern und heute noch einige mehr kennengelernt. Mindestens 5 sind mir im Gedächtnis geblieben. Und ich habe schon konkret auch was vor. Ich habe mir 2 Perspektiven rausgesucht. Und ich denke eben, dass man von der Systemik her gedacht alles wunderbar anschauen kann, alles wunderbar betrachten kann und dann einfach ein bisschen guerillamäßig operationalisierend da einsteigt und das Agile sozusagen durch das Systemische hindurch betrachtet und anschlussfähig wird mit den Leuten, die davon getrieben werden. Und da möchte ich mich zum Experten entwickeln und das hat mir ja noch nicht die letzten beiden Tage sehr aufgeschlossen. Ich glaube, Agile schafft die Chance, dass Führungskräfte wieder ihre wirkliche kulturbildende Führung leben. Denn die Teams arbeiten wirklich selbstverantwortlich mit Scrum oder Design Thinking. Und er kann sich um Personalentwicklung, Gespräche, Feedback kümmern. Und das sehe ich als wirkliche Chance. Und das kostet ihm nicht so viel Zeit. Agilität. Für mich geht es um Steuerungsfähigkeit von Organisationen und Unternehmen. Das war immer so, das wird immer so bleiben. Jetzt hat die Komplexität ein bisschen zugenommen. Es gibt ein paar schöne neue Methoden, die sich unter dem Begriff Agilität vereinen. Aber die Steuerungsfähigkeit bleibt weiter im Fokus. Und darum werbe ich hier an dieser Stelle einfach mal für Entspannung. Das heißt dieses Jahr Agilität, vielleicht heißt das nächstes Jahr schon ganz anders und die Steuerungsfähigkeit wird bleiben und das wird der zentrale Kern des Ganzen sein. Und an dem werden wir arbeiten. Ich gehe aus diesem Treffen zum Thema Agilität mit neuen Inspirationen heraus, sowohl selbst agiler zu werden und dann auch Unternehmen deutlicher Impulse zu geben, mit selbstgesteuerten Teams und starken Führungsleitplanken zu arbeiten. Ich soll jetzt was zum Manifest sagen. Ich kenne Money nicht, aber agil könnte man ja jetzt mal überlegen. Ich habe es mal versucht. Alles gut ist lediglich Alltagspflege.
oder Auweia, gar innovative Lösungsmöglichkeit. Ich finde, und das ist ganz ISB-like und ich bin gerade sehr tiefenentspannt, obwohl ich immer noch an Agil kaue, gute Führung, gute Kultur, gut befähigen, gut hinhören, um der Zukunft gewappnet zu sein. Ich glaube, das ist das Richtige. Und the fittest richtig zu übersetzen, halte ich wirklich für einen Schlüssel. Ja, Agilität hat für mich verschiedene Facetten. Also auf der einen Seite so dieses Thema agile Prozesse, agile Methoden. Was ich jetzt heute hier nochmal gelernt habe, ist, dass Agilität eben auch eine Haltung ist. Und für mich hat sich nochmal rauskristallisiert, dass Selbstbestimmung, Selbstorganisation ein ganz großes Thema ist. Und das möchte ich mehr integrieren. Mehr in die Projektarbeit, mehr in die Beratung von Change-Projekten und aber auch in die Beratung meiner eigenen Teams oder in die Führung meiner eigenen Teams, nochmal zu sagen, was braucht es auch, damit auch hier das Thema Agilität und Selbstbestimmung und auch Selbstorganisation mehr Platz haben kann. Und damit möglicherweise eben auch so ja, alle abzuholen und natürlich auch die Schwarmintelligenz zu nutzen. Agilität heißt für mich, da weiterzumachen, was mich auszeichnet. Mich zeichnet aus Solidität in der Erneuerung. Das heißt, ich werde schauen in Organisationen und mit meinen Klienten, was ist solide, was ist belastbar, was brauchen diese Menschen oder Organisationen, um in eine gute Zukunft zu gehen, etwas Neues zu gestalten. Was ist hier wirklich ein Fundament, auf dem man aufbauen kann, um eben auch vielleicht auch agiler und schneller auch dann neue Dinge auch zu bewältigen? Also Werte sind die Basis für Sinn und Sinn ist die Basis für geläuterte Agilität. Also ich bin der Ansicht, dass das Thema Selbstorganisation eine ganz starke Kraft hat. Ich erlebe, dass die Leute da drauf scharf sind, dass wenn man Radio FFH oder so hört, dass da Kräfte wirken. Aber ich glaube auf der anderen Seite, dass die tolle Führungskultur, die wir am ISB hier lernen und dann auch lernen und coachen und weitertragen, dass die ganz wichtig weiter ist und dass die in der Transformation, wenn sich die zwei Systeme aufeinander zubewegen, einen ganz starken Punkt machen sollte. Ich stehe für agile Führung, kundenorientierte Betreuung. Menschen, Prozesse und Interaktionen stehen im Vordergrund und maximale Beweglichkeit bei sich verändernden Rahmenbedingungen. Ich kaue noch am Thema Agilität. Einige Gedanken nur zu dem agilen Manifest. Also ich weiß nämlich, dass ich da ziemlich wenig weiß. Aber mir ist wichtig geworden, aus dem agilen Manifest wirklich ernst zu nehmen, dass es da so zwei Seiten gibt. Die eine ist sehr wertvoll und die andere ist aber auch wertvoll. Auch wenn die andere für die linke Seite im Vordergrund steht, dann ist die zweite trotzdem da. Und von daher ist für mich sehr wichtig, dieses sowohl als auch zu sehen und nicht zu sagen, das eine ist wichtiger und das andere kommt dadurch gar nicht zu tragen, sondern beides hat seinen Platz im jeweiligen Kontext. Agile Methoden sind eine tolle Möglichkeit, Führung neu zu betrachten und Mitarbeiter zu aktivieren. Wir als systemische Berater können eine Menge dazu anbieten und auch die HR-Abteilung. Agile Methoden haben für mich den Reiz, dass sie das Ziel nicht ins Zentrum stellen, sondern den Prozess. Ja, mein agiles Manifest für den Moment ist, dass ich an das Thema Wertigkeiten denke. Mir geht es darum, das eine, das andere und auch noch was anderes zu verbinden. Das ist mir ganz wichtig. Mir geht es auch darum, Verantwortung nehmen zu unterstützen, also von beiden Richtungen her, die Führungsseite, die Mitarbeiterseite. Und es geht um das Thema Passung und dabei zu unterstützen, dass eben mit Blick auf nicht in diesen Wertigkeiten sich auszuturnen, jeder in der Organisation genau das ihm eher Stimmige findet. Das ist im Moment mein agiles Manifest.